so we'll find a mountain path on down the hill. Meet me where the snow melt flows. It is there, my dear, where we'll begin again. Skip and stone. So gehen wir ganz langsam nach Hause zurück. Das Zuhause, das halt jetzt Zuhause genannt wird. Und guck mal, die halten Händchen. Was steht da drauf? Don't fuck with us. Wer würde das schon wollen? Ach, guck mal, Abel haben sie da hingesetzt, ja? Sehr gut. Da kommt auch noch einer runter. Da oben steht der stumme Louis. Ist natürlich schlecht, wenn halt der Stumme oben steht, zum Wache stehen. Der kann ja gar nicht rufen, was los ist. Der braucht eine Glocke. Obwohl, das wäre dann auch wieder doof. Da hast du Fische. Für eine Fischsuppe. What you doing there, Goofball? Ach, guck mal. Ich glaube aber nicht, ob das so funktioniert hätte, so weit fortgeschritten, wie das schon war. You're out of bed. You're walking. And you had wood arm legs. Crutches. Crutches. I found your hat. Verdammt viel Glück gehabt haben. And gave it back to me. It was in the river and it's all wet now. It's definitely seen better days. You know what? You keep it if you want it. I'll put it in our room. I have a surprise for you too. Come with me. I want to show you something. So, what do you think? It's for me? Yep, Willie helped me put it together. Come on, let me push you. Es ist keine Monsterfalle.
Remember when I thought this was a monster trap? Yeah. Pretty dumb, huh? No, not really. I never let you play like a normal kid. Food's ready, everyone! Come and get it! You're the best, Clem. It's gonna get cold! Come on, let's go eat. We're coming! Und da liegt Violet. Zumindest ein Gedenkstein. Texas 2. Mit Violet und Clem drauf. Und sie leben einigermaßen in Frieden. Zumindest fürs Erste. Mit Essen spielt man nicht, wenn es wenig davon gibt. Ich habe das ganz schlimm geangelt. War richtig schwierig. Und sie lachen dennoch. Ui, toll. Ich kann das viel besser. Idiot. Hey, Tin. Wanna practice? I can show you how to use the gun. Okay. So that's where you put the bullet. When you shoot one bullet, it pushes another one up into the chamber. You know you're supposed to shoot them in the head? Yeah. I know that much. Okay, good. Just making sure. Well, I'm getting tired, kiddo. Mind talking with me before I turn in? Sure. Na, ich weiß ja nicht, eben mit der Waffe jetzt allein lassen, ob das so gut ist. Katja. Sorry. It's okay. I stare at it too. If it was just you and me alone out there, and I was like this, I don't know if I'd make it 2 weeks. I'm gonna need these to go anywhere. And if we ever had to run... It wouldn't be pretty. Ich mache hier einen neuen Fuß. It's okay. I'll make you a new foot. Oh yeah? There must be a foot-making book somewhere. I'll ask Willie. Okay. Find me the foot book.
Hättest du ein Holzbein da? All this. It's worth it. All those times you would ask me if we'd find a home. All I could ever tell you was, we'll see. And your face would fall every single time. It's better than saying yes and lying to me. And that's what I told myself. But you want to know something I didn't tell you? I never had a plan. I never knew where we were going. I never knew anything. I just fought and fought and fought and hoped you didn't notice. Hoped we'd find something before you did. Did I do a good job? Na klar. Of course you did. What are you crazy? Maybe a little. A lot more than a little. When we were in the barn, you didn't listen to me. And if you had, I'd be dead. I shouldn't have said you weren't ready, back in the cave. You showed me how wrong I was. You'll have to be strong for the both of us. You made it so I can. So, thank you. For everything. You're welcome for everything. Das war The Walking Dead, The Final Season, die letzte Staffel. So wie ich das sehe, gehen wir jetzt noch ein letztes Mal in unser Zimmer. Könnt ihr auch nochmal die Sachen ablegen, die wir jetzt gefunden haben. Ja, dank Skype und Games war es überhaupt möglich, dass dieses Spiel hier fertiggestellt werden konnte. Okay, okay. Und wie ich es gehofft habe, hat man es halt in dieser und in der letzten Episode halt nicht gemerkt, dass da ups. That looks like it tastes bad. I won't lick it. I won't. Man hat nicht gemerkt, dass da irgendwie jetzt ein anderes Studio oder sowas halt mit davon dabei ist. Merkt man, jo, die, die Macher des ursprünglichen Spiels waren da immer noch irgendwie mit dabei. I don't know how this works. Das ist nicht schlimm. This seems like really hard drawing. Ja. I'll ask Clem later. Das ist gut. Eine Clementines-Kappe neben das Fenster, okay? So, warte, da. Den Schädel kann ich noch betrachten. Why did Clem collect so many skulls? Du hast doch auch was gesammelt. This is a good one. Like it's protecting us. Die Kameraperspektive gerade, ne? Als hätte AJ halt diese Hörner. Hier die Maske von James. Ein stinkendes Andenken. I miss you, but I'm gonna pretend this is you still watching out for us. I think you like that. I hope so, at least.
Die ganzen Zeichnungen. He really is a good artist. This deserves to be on the wall. Mhm. Die Zeichnung, die AJ gemacht hat. Yeah, I did that. Good job, AJ. So, dann können wir hier einen Kristall platzieren. Flups. So cool looking. I wonder if it has magic powers. Bestimmt nicht. Nah. Hätte sein können. Weiß nicht, ob das vielleicht eine Anspielung sein soll aus irgendwas anderes, was hier Telltale noch gemacht hat. Kunstblumen. That's lucky. So, hier Bianca Blumenkohl. Hey there, Alvin Jr. You ready to rock? Zusammen mit Disco Broccoli. You're so cool, Disco Broccoli. Like the coolest. Und Bete Bruder. Beat Nick. Und er kann wieder lachen. So. Wieso kann ich ihn hier nochmal betrachten? Ich habe keine Ahnung. Even if I could eat you, I wouldn't do it. You're too cool. Du bist zu krass zum Essen. Okay. Das kann ich hier immer noch angucken. Clem never explained what is disco. Well, I'm just getting myself hungry. Okay, jetzt kann ich nur noch angucken. Und immer größer. Can you see through those? They look like glasses, but like bad. Okay. I bet you've seen a lot of things, huh? Jetzt wendet er sich davon ab, ich glaube jetzt. I've seen things you people wouldn't believe. Toy airplanes on fire off the shoulder of McCurl Ranch. I watched canned beans glitter in the dark near that one train station with a dead couple Clem tried to guilt me about. All those moments will be lost in time, like tears in Omar's stew. Time to die, Marlon. So, jetzt haben wir es aber, ja? Okay. So, hier ist Rosie. Braves Mädchen. Fliegenfalle. I wonder if you're hungry. Ist die überlebt? For bugs. Ja, und jetzt können wir eigentlich nur noch die Kappe platzieren. Dann tun wir das. Ich bin fertig. Danke fürs Spiel. Bitteschön. Gern geschehen. Ja, diese Kappe ist sehr weit gereist. Du und 36% der Spieler sagten AJ, er sei noch nicht bereit, seine eigene Entscheidung zu treffen. Du und 64% der Spieler ließen Violet die Schule selbst umbenennen. Du und 77% der Spieler baten AJ, dich zu töten, bevor du ein Beißer wirst. Du und 89% der Spieler
Stimmten zu Ten beizubringen, wie du zu sein. Ja, nochmal eine Gesamtauflistung. James ist tot. James war dankbar, dass du seine Wünsche respektiert und die Beißer verschont hast. James war enttäuscht, dass du nicht glaubst, dass mehr an Beißern dran ist. Und James war erleichtert, als du sagtest, du würdest AJ nicht zu einem Mörder werden lassen. Louis fühlte sich entmutigt, dass du lieber Zeit mit Violet als mit ihm verbringen wolltest. Er war nach seiner Entführung traumatisiert. Er ist aufgewühlt zurückgelassen worden. Violet ist tot. Sie war außer sich, als du ihr deine Gefühle gestanden hast. Sie gierte nach Rache, nachdem sie mit ansah, wie die Plünderer Louis verschleppten. Und Violet fühlte sich von dir verstanden, nachdem sie den Grund für ihre Anwesenheit in der Schule erklärte. Das ist das, was wir schon kennen. Lily ist beschämt. Lily hatte gehofft, sie könnte dich für ihre Sache gewinnen. Sie erkannte AJs Potenzial als Soldat quasi sofort. Ten wurde reumütig zurückgelassen. Er war glücklich, dass er dich in seinem Bildnis des Jenseits malen durfte. Er war verbittert, als du Maler oder einen Feigling nanntest. Und Ten empfand Hoffnung, weil du seine Ansicht teiltest, das Beißerzeitalter ende irgendwann. Ich habe 4 von 4 Dingen gesammelt. Das ist super. Clem hat es mir erklärt. Wenn du einen neuen Ort betrittst, musst du zuallererst alle Fenster überprüfen. Ziel immer auf den Kopf. Musst du dich entschuldigen, solltest du ehrlich sein, auch dann, wenn es dir schwerfällt. Es ist besser beim Essen nicht zu rülpsen und zu furzen. Manchmal ist es aber lustig, dann ist es okay. Es ist nicht nett, anderen Leuten ihre Sachen wegzunehmen. Wenn dich Leute bestehlen wollen, dann kannst du sie umbringen. Ja, okay. Im Bett zu schlafen ist so viel bequemer, als auf dem Boden zu schlafen, glaub mir. Ich hätte Marlon nicht töten dürfen, weil er keine Bedrohung mehr war, nachdem ich ihn angeschossen hatte. Falls du für etwas Buße tun musst, ist das schwer, aber irgendwann vergibt man dir. Hast du Angst? Dann versuch einfach, sie zu überwinden. Die Monster werden nicht für immer da sein. Töten ist nie leicht oder spaßig. Nimm es nie auf die leichte Schulter. Manchmal ist es okay, Menschen zu foltern, schätze ich. Ärzte können dir bei deinem Trauma helfen, aber die sind ja alle tot. So etwas wie eine Monsterpersönlichkeit gibt es nicht. Hör auf, Cartoons zu glotzen, wenn deine Oma stirbt. Selbst die, die schon immer geliebt haben, vertrauen dir vielleicht nicht bei wichtigen Dingen. Und das kann dich lähmen. Deine Entscheidung. Das würde mich natürlich interessieren, ne? Was halt unten das halt bedeutet. Aber hätte man wahrscheinlich Abel am Leben lassen können. Ja klar, Violet und Louis hätte man austauschen können. Man hätte auswählen können, mit wem man halt mitgeht da beim Fischen. Und ich glaube, hier links ist das Beißerpärchen, das wir getötet haben. Und man hätte es auch nicht töten können, wenn sich AJ vielleicht verletzt. Also ein paar Dinge hätte es halt schon gegeben, ne, wo man sich halt anders hätte entscheiden können. Jetzt auch eine Möglichkeit gegeben, dass halt entweder Ten stirbt oder halt Louis, je nachdem halt, ne? Und dann später hätte Ten als Zombie kommen können. Okay. Das heißt, bei der Brücke wäre so oder so jemand gestorben. Hätte ich dann da geschossen in die Menge rein, dann hätte wahrscheinlich Violet überlebt, aber Ten wäre gestorben. Das war The Walking Dead, die letzte Staffel. Ja, mehr gibt's dann wohl jetzt von Telltale oder halt Skybound Entertainment wohl nicht. Ich denke, das Kapitel Walking Dead ist somit komplett abgeschlossen. Und ja, ich fand's durchweg wirklich eigentlich sehr positiv gelungen, jetzt auch über die Jahre hinweg. Wir haben ja halt immer mal wieder halt einen Walking Dead Teil gespielt von denen. Jetzt auch in der chronologischen Reihenfolge, wie sie erschienen sind.
Und kann halt wirklich abschließend sagen, ich finde sie gut. Fürs Let's Play ist es halt eher so, ne, weniger geeignet meines Erachtens nach, weil, ne, du als Let's Player kannst halt wenig kommentieren. Das habe ich, glaube ich, auch schon gesagt beim allerersten Walking Dead Teil, was ich gespielt hatte. Und, ja, aber ich finde es dennoch gut, dass ich die Spiele überhaupt mal gespielt habe. Und vielleicht halt auch für ein oder anderen halt interessant, halt je nachdem, wie man sich halt entscheidet und so. Weiß ich nicht. Ja. Ich hoffe, dass halt Skybound Entertainment ist es ja jetzt, dass die halt dennoch so ähnliche Spiele halt nochmal raushauen. Die haben ja quasi jetzt die ganzen Mitarbeiter von ehemals Telltale. Oder fast alle. Oder ein Großteil. Ich habe keine Ahnung, ich kenne das Mitarbeiterregister von denen nicht. Und die haben ja als Erfahrung auf dem Gebiet und da könnte man theoretisch halt mehr Spiele in der Richtung raushauen, aber dann würde ich halt sagen, so als Publisher, Entwickler, wie auch immer, sollen sie sich nicht verteilen auf 5000 Projekte. Das war ja quasi das, was Telltale quasi das Bein gebrochen hat, sondern sollen sie halt eins davon machen und dann fertig. Und die haben auch noch andere Sparten, die halt dann für andere Dinge dann zuständig sind. Und die können ja immer noch das machen, was sie vorher gemacht haben. Das wäre meine wirtschaftliche Sache dabei. Aber na gut, ich verabschiede mich jetzt bei euch, bedanke mich fürs Zuschauen und man hört und stört sich dann irgendwann wieder, wenn man wieder ein Spiel von ehemals Telltale spielt oder vielleicht auch ein anderes Spiel. Ich habe keine Ahnung, gibt dann noch so Spiele wie Minecraft Story Mode und The Wolf Among Us und so, die uns noch warten. Aber halt nicht jetzt, sondern irgendwann anders. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.